Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute ziemlich früh unterwegs und die Ginger schaut nicht gerade motiviert aus. Aber wir fahren endlich auf das erste Turnier von unserer Saison. Und wir müssen stolz schauen, was ziemlich anstrengend ist. Aber ich glaube, ich bin ganz lustig heute. Ich zäpfle meinen Pony Ginger eigentlich immer fürs Turnier, egal was ich gehe. Also egal, ob es jetzt ein Grand Prix ist, Staatsmeisterschaft oder nur ein C-Turnier. Weil ich persönlich finde, das gehört sich einfach, dass wenn man aufs Turnier fährt, dass das Pferd ordentlich ausschaut, dass das Sattelzeug geputzt ist, dass die Stiefel geputzt sind, dass man eine saubere Decke oben hat und eben auch, dass man zöpfelt. Und da ich auch ein bisschen abergläubisch bin, bekommt mein Pony immer eine ungerade Zahl am Zöpfchen. Bei mir ist eigentlich die Zahl 13, 12 in der Mähne und halt 1 vorne im Schopf. Für mich persönlich ist es eine Art kleines Ritual, dass ich immer, bevor ich in den Parcours ranreite, also wenn es sich ausgeht, noch nach der Parcoursbesichtigung, bei dem Bewerb waren jetzt eben über 40 Starter, oder eben noch vor der Parcoursbesichtigung, einen Kaffee zu trinken. Für mich ist das voll wichtig, sonst rate ich nicht so gut. Und vor allem bin ich ja auch ziemlich früh aufgestanden. Darum war der Kaffee ganz, ganz wichtig für mich. Und dazu habe ich ein paar Erdbeeren gegessen, was ich echt cool fand, dass es auf dem Turnier so was Frisches und Gutes gab. Anschließend bin ich dann meinen Pony herrichten gegangen, habe nur noch ein paar Mal drüber bürsten müssen, bis das Fell schön geglänzt hat. Sattel, Zahnzeug drauf. Die Ginger und ich, wir haben noch so ein kleines Ritual, bevor wir in einem Parcours starten. Und zwar, wenn ich schon den Sattel oben habe und bevor ich sie zäume, bekommt sie noch ein Obst oder ein Leckerli oder was auch immer. So als Art kleine Bestechung, sage ich mal. Aber dann weiß sie, okay, jetzt geht's um was, jetzt muss ich mich anstrengen. Und ich muss sagen, wenn ich das nicht mache, dann geht es auch nicht so gut. Also, das hat schon irgendwie eine Bedeutung, glaube ich. Hier sieht man den Abreitplatz, der war auf Sand. Und ich finde es ganz angenehm, weil man wirklich einen Stall, also ein Kreuz, einen Stall und einen Ochse hatte. Und nicht Stall, Kreuz, umbauen, hin und her. Und er war sehr groß und es hat eigentlich voll gut gepasst. Der Turnierplatz hatte wirklich urgute Bedingungen. Dafür, dass es eigentlich davor noch geregnet hat bei uns in dieser Gegend, in Niederösterreich. Und wir sind dann, ich gehe mal zusammen mit meiner Trainerin den Parcours ab, bespreche, wie wir welche Wendungen raten und so weiter. Und in diesem Parcours, also in diesem Bewerb, sind auch sehr, sehr viele von meinem Verein gestartet. Das Turnier, auf dem wir dieses Wochenende waren, war eben auf Wiese, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen habe ich meinen Pony Stollen einschrauben müssen, was ich eigentlich immer ziemlich anstrengend finde. Mein Rücken tut dann weh und alles. Aber es ist eigentlich ganz gut gegangen dieses Mal, weil die Stollenlöcher da ginger frisch ausgeschnitten waren. Ginger und ich sind eben zum ersten Mal für diese Saison auf Turnier gewesen. Das heißt, wir haben es sehr, sehr langsam angehen lassen, weil ich war in der Woche davor auch noch auf Projektwoche in Salzburg mit meiner Klasse. Das heißt, ich bin eigentlich mehr oder weniger fast ohne Training in der Woche davor. Ich bin nur am Freitag geritten, am Samstag war Turnier. Aufs Turnier gefahren und bin halt jetzt nur 1:10 gegangen. Was aber eigentlich recht anspruchsvoll war, also für eine 1,10 m halt relativ anspruchsvoll war, weil es auch die Landesmeisterschaften in Niederösterreich waren an diesem Wochenende. Und wir sind, es waren glaube ich 42 Starter und die Ginger und ich sind als 39. hineingegangen. Eigentlich wollte ich das als ganz lockere Trainingsrunde nehmen, aber der Ginger Mama war ja Rennpferd. Und es ist dann irgendwie ein bisschen schneller geworden und ich freue mich auch voll, weil es hat ihr voll Spaß gemacht. Das habe ich wirklich gemerkt, während ich geritten bin und ich selber hatte auch so einen Spaß. Wir schon sehr, sehr lange nicht mehr mit ihr. Mein Spaß habe ich immer mit ihr, aber das hat einfach richtig gut gepasst und es war einfach so ein gutes Gefühl. Und im Endeffekt haben die Ginger und ich dann gewonnen. Was mich voll freut, weil es eben das erste Turnier von der Saison war, wir noch nichts gegangen sind und die Ginger einfach voll Spaß hatte.